Yo, was geht ab? Wir sind Genetik aus Saarbrücken, jetzt hier auf großer Snipes-Tour mit HK Audio. Ja, wir hatten unser eigenes Equipment dabei, was für uns Premiere war, dass wir einfach unsere ganze Technik selbst mitgeschleppt haben. Und ja, war für uns auf jeden Fall wichtig, damit wir einfach in diesen kleinen Locations immer gleichbleibend gute Soundqualität bieten können und sicherstellen können, dass unsere Show einfach gut ist. 3-6er im Lotto, Badewanne voller Models, simuliert das ganze Loft und sehe alles nur noch doppelt. Irgendwann klopfen die Cops und lass wir aufhören. Yo, also wir hatten jetzt, bevor wir die Snipes-Tour gestartet haben, am 2. die große Release-Show in Berlin mit dem Worldwide Livestream. Und jetzt direkt in der Folge drauf dann diese ganzen Gigs, wo wir immer so 300 Leute oder so circa in den Läden hatten. Für uns macht es eigentlich keinen Unterschied, ob da jetzt 3000 oder 300 Leute stehen, so. Es macht immer Spaß, aber es ist natürlich trotzdem nochmal ein anderes Feeling. Du hast, wenn du in einer großen Halle bist oder auf einem großen Festival, hast du einfach natürlich mega viel Energie, weil es einfach so viele Leute sind. Aber wenn du in so kleinen Locations bist, hast du natürlich einfach eine mega gute Energie, weil du direkt an den Leuten dran bist und im Grunde genommen jedem einmal ins Gesicht gucken kannst, so während der Show. Und das Feedback ist einfach viel direkter, so. Du hast einfach viel mehr so die einzelnen Leute vor Augen natürlich und weiß nicht, nimmst das irgendwie, also auch nochmal auf eine andere Art und Weise auch sehr intensiv wahr. Deswegen macht es für uns auf jeden Fall genauso viel Spaß, diese kleinen Shows zu spielen. Und hier kannst du natürlich dann auch mal noch Autogramme geben und nach der Show da bleiben und irgendwie mit den Leuten ein bisschen quatschen, auch wenn das schwierig ist, wenn vor der Tür stehen dann auch immer noch 200-300, allen gerecht zu werden. So, das klappt dann immer nicht ganz, sonst bist du 8 Stunden beschäftigt. Aber insgesamt macht es natürlich einfach viel Spaß, die Leute dann auch immer mal zu treffen und zu sehen, wer deine Platten kauft, wer deine Musik eigentlich feiert. Und den Leuten macht es, glaube ich, auch immer viel Spaß. Ja. Deswegen ist eine gute Sache. Piss on your grave shit, reiß jeden Stein aus dem scheiß Walk of Fame, bitch. Sie hält die Fackel hoch als Zeichen des Friedens. Das Gute für uns jetzt natürlich, dass wir die Sachen von HK mitgekriegt haben, ist, dass wir einmal mit den Leuten vor Ort bei uns zu Hause einfach alles genau einstellen können und viel besser mit dem Material proben und arbeiten können, als wenn wir irgendeine Anlage dahingestellt kriegen, die wir zum ersten Mal dann bespielen. So. Und wir können das von Anfang an genau so einstellen auf die Größe der Locations, die wir bespielen und so. Und bei uns ist auf jeden Fall immer wichtig, dass der Bass ordentlich scheppert. Und ich glaube, beim zweiten Gig ist uns die Anlage einmal, also nicht die Anlage, aber die Computertechnik einmal abgeschmiert, weil alles gewackelt hat. Ist auf jeden Fall genug Power da so. Und gerade in den kleinen Locations drückt das natürlich immer heftig so. Also danke nochmal an alle, die da waren, die auf Tour vorbeigekommen sind, die hier auf der Snipes-Tour waren. Kommt nochmal im März vorbei auf Tour, wenn ihr Bock habt, wenn ihr schon da wart, wenn ihr noch nicht da wart, dann umso wichtiger, dass ihr im März dabei seid. Dankeschön an HK Audio, Dankeschön an alle, die das Album supportet haben. Vielen Dank, bis bald in der Heimat. Ciao.